Guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Noch keinen großen Plan. Nochmal einen Schluck Wasser. Ich habe nämlich nur Wasser hier tatsächlich. Ja, irgendwie muss man anfangen. Ein paar Farben sehen. Also ich will nur Farben sehen und abschalten und schauen, was kommt. Ja, das sieht gut aus. Es macht natürlich auch Spaß und ja, toll. Also ich sehe auch immer wieder diese kleinen Formen und Figuren, aber ich will sie nicht sehen. Ich will mich am Nichts festhalten. Ich will einfach nur machen. Einfach gucken, was kommt und ja, die Malerei heute genießen und die Farben genießen und den Kopf freikriegen. Hier habe ich ein schönes Grün, das sieht toll aus, rauf da. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen ums Farbenmischen. Die beiden Farben hier ineinander mischen, das ist auch toll. Ergibt tolle Farbtöne. Nehmen wir einfach nochmal einen dunkleren Ton dazu. Es sind natürlich auch wieder die Herbstfarben. Manchmal will man unbedingt malen, weiß nicht was, dann probier die Werkzeuge aus. Also guck, welche Muster du hier mitmachen kannst. Und ja, komm so in die Malerei hinein, inspirier dich darüber. Es gibt ja so viele Möglichkeiten und wir haben jetzt öfter die Struktur gehabt und du kannst ja einmal den Sand nehmen, das kennst du schon. Dann machen wir uns ja hier so eine kleine feinkörnige Struktur. Und anstatt des Sandes kannst du eben auch Kaffee benutzen. Also hier habe ich meinen Kaffee drin. Schon so eine schöne Farbe. Schaffen wir erstmal nur einen farbigen Untergrund. Hat schon mal Spaß gemacht. Das kurz trocken geföhnt und jetzt ist die Farbe noch ein bisschen dünner. Das reicht noch nicht. Jetzt soll es richtig losgehen. Ich will es fließen lassen. Darauf habe ich lange gewartet. Also, ja, jetzt kann ich es laufen lassen. Der Untergrund ist trocken. Und jetzt entstehen natürlich richtig tolle Farben hier. Super schöne Farbverläufe. Das gefällt mir. Das gucke ich mir gerne an. So arbeite ich jetzt einfach weiter und ja, lass die Farben ineinander fließen. Lass den Untergrund wieder sichtbar werden. Thank you.
Hast super schöne Kontraste hier. Das sieht cool aus. Noch ein bisschen Farbe dazu. Nicht nachdenken, einfach rauf. Es ist eine große Fläche, also da gehört ein bisschen was zu. Auf einer kleinen Leinwand geht es vielleicht sogar noch besser. Also du kannst auch gerne eine kleinere Leinwand benutzen. Muss ich nochmal einen Moment warten. Aber es sieht schon so toll aus, finde ich. Also es hat unwahrscheinlich schon viel Spaß gemacht. Ich muss eben kurz föhnen, aber es sind so schöne Muster hier drin. Und mit dem Kaffeepulver ist es nochmal eine andere Körnung. Also es ist ja schön, mag ich. Sieht schon ganz schön aus. Ja, ist schon trocken. Nee, noch nicht ganz trocken. Jetzt wirklich sehr gespannt. So, doch kein Türkis. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Farbe, die ich sehen wollte. Aber hier oben, weiß ich nicht. Ich habe überlegt, mir wird das zu viel da oben. Ich hätte es vielleicht auch einfach weggehen können und später entscheiden können, aber ich will das jetzt nicht mehr sehen. Das gefällt mir jetzt schon viel besser. Der Farbton wird mir zu viel da oben. Der ist mir zu aufdringlich. Dass ich hier so viele tolle, schon geschnittene Tücher habe. Ja, sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. So, ich habe mich ausgepowert. Farbe musste her, Farbe musste wieder weg, Farbe musste verändert werden. Ich hatte so viel im Kopf, so viele Ideen und dann überfordert man sich ja auch oftmals selber. Und da hilft es doch immer wieder,
einfach zu machen. Also ich wollte zuerst gar nicht das Türkis sehen, aber irgendwie dann nachher doch. Und dann kamen die Rostfarbtöne, dann kam die Struktur und ja, einfach gar nicht zu planen, sondern zu machen, nicht immer jeden Schritt vorauszudenken, sondern ja, loszulassen, einfach zu machen. Das ist es doch, was auch so toll ist an dem Malen. Und ja, der Prozess, der zählt, also das Tun, das zählt. Du denkst an nichts anderes und alles um dich herum, ja, geht verloren. Und das ist schön, finde ich gerade im Moment. Und so kann man einfach den Moment genießen und das Schöne sehen, wie hier die tollen Farben, herrlich. Also das befreit, das macht Spaß, ich liebe es. So schön. Also die Farben jetzt alleine, toll. Also ja, hol dir die Farben ins Zuhause. Ich freue mich, dass ihr da seid. Also nicht nur Kaffee trinken oder so wie ich heute Wasser. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee mir machen. Du kannst auch dein Kaffeepulver benutzen oder Tee, was auch immer du da hast. Sand. Mach einfach. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Der Arbeitsplatz ist sauber, Pinsel sind sauber, es wäre gar nichts gewesen und doch ist so viel passiert in dieser kurzen Zeit, die ich hier gemalt habe. Ja, jetzt geht's mir gut und hier findet der Malkurs statt. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die Leute, ich freue mich, dass du hier bist, mit mir hier quasi ja zusammen malst, dass ihr alle hier seid. Und mir das auch schreibt, euch bemerkbar macht über die Kommentare oder den Chat. Darauf freue ich mich auch schon. Das ist immer so ein, wie so ein Bonbon. Also so, ach, schön, toll, so liebe Leute, wir begrüßen uns und ja, gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um und machen die Welt zusammen ein bisschen bunter. Vielen Dank dafür. Danke, dass du da bist und mich hier unterstützt. Dankeschön. Tschüss. In den Schichten und Strukturen zu malen, darüber findest du auch einiges im Buch. Und auch wie man dazu natürlich die Werkzeuge benutzt. Du findest aber auch ganz viele Videos mit den unterschiedlichsten Strukturen, die du da schaffen kannst. Also schau da auch einfach nochmal in den Kanal rein, schau dir die anderen Videos an und breche damit alte Muster auf. Veränder damit auch einfach deine gewohnten Wege sozusagen und erschaffe neue. Das ist immer übertragbar auch ja, ins Leben und in deinen Alltag und es verändert. Also male und verändere. Damit gewinnt man eben auch ganz viel Energie und der Moment ist einfach, darum geht's. Also schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag. Dankeschön. Tschüss. Thank you.